Studien dazu. Okay, wie gesagt, ich heiße euch herzlich willkommen zur dritten Runde der heutigen Podiumsdiskussion. Ich bitte um Seriöslichkeit und Hochoffizialität hier vorne in der Runde. Genau. Wir werden jetzt ganz ernsthaft weiterführend durch die Fragen gehen, die wir so vorbereitet haben. Vorstellen müssen wir uns ja nicht nochmal, wir kennen uns ja nun alle. Und deswegen starte ich gerne wieder direkt in ein ganz kontroverses Thema. Oh, es geht darum, dass wir als Piraten ja schon ein schönes Programm zusammengestellt haben, dass wir da ein sehr vielschichtiges Programm haben, was in alle möglichen Richtungen geht. Aber wir so als Piraten können ja durchaus mal eine andere Meinung haben. Ist es bei euch der Fall, dass es einen Programmpunkt gibt, dem ihr widersprechen würdet oder dem ihr so gar nicht zustimmen könnt? Wenn ja, warum und wie sollte der denn besser sein? Oder, wenn das nicht so trifft, was fehlt noch ganz unbedingt im Programm? Ich fange mal bei dir an. Puh, das ist jetzt aber eine heftige Frage. Ja, also wüsste ich jetzt nicht konkret. Ich habe mir das Parteiprogramm durchgelesen. Ich unterstütze die Familienpolitik. Fehlt irgendwas im Programm? Nein, ich würde sagen, perfekt, vielleicht nicht, aber ich würde sagen, dass alle gleichgestellt sind, alle Lebensverhältnisse, Lebenspaare, das ist in Ordnung. Ich wüsste jetzt wirklich nicht genau, vielleicht erstmal wen anders fragen und dann überlege ich mir nochmal genau, was da eventuell so, was mir nicht passen könnte, dass ich da vielleicht mit einsteigen. Das werden wir sehen. Soll ich dir hören? Ja, mach das. Gut, ich wollte mal eingehen auf die Seriosität. Ich glaube, wenn wir unbedingt extrem seriös sind, ja, dann sind wir langweilig. Seriös nicht, habe ich gesagt. Ich möchte seriös nicht. Ach, seriös nicht. Seriös nicht ist wieder unseriös. Seriously. Ja, es gibt mindestens einen Punkt im Grundsatzprogramm, dem ich so nicht zustimmen kann. Das ist ganz unten der Punkt, wenn man auf der Messe ganz nach unten scrollt, ja, dass wir gegen diese Kammern sind und so Zeug. Ich halte ja solche Sachen prinzipiell für sinnvoll. Man muss die teilweise anders strukturieren. Ja. Ich würde das Konzept dieser Kammern nicht komplett ablehnen, sondern umstrukturieren. Und zwar in zum Beispiel Bedarfsgemeinschaften, also sowas wie Studierendenschaften, ja, ist ja eine ganz sinnvolle Sache. Daraus lassen sich Semestertickets finanzieren oder auch einzelne politische Vertretungen. Ja. Das klingt wieder böse, aber das ist auch Lobbyismus, ja, der aber bei der Studierendenschaft jetzt wieder nicht mit viel Geld gefüttert ist. Aber an solchen Sachen lassen sich halt demokratische Dinge auch, also demokratische Strukturen auch unabhängig von Staat aufbauen, ja, und zum Beispiel eine Vertretung für Studierende einführen. Das könnte man sich auch wunderbar bei Schülerschaften vorstellen. Ja. Man muss sich mal überlegen, dass Studierende immer noch weniger Geld für die Semesterticket zahlen als die meisten Schüler. Und damit ist halt einfach zu überdenken, ob wir wirklich gegen solche Konzepte sind. Ganz kurz. Ein Satz. Weil mir gerade so spontan einfiel, wo ich halt ein Problem mit habe, das ist das Wahlrecht auf 12 Jahre runterzuschrauben. Da bin ich der Ansicht, dass eben Kinder sind ja leicht beeinflussbar. Und vielleicht sollte man da irgendeine Zwischenlösung finden, dass eben Kinder erstmal ein bisschen sich pädagogisch informieren lassen über Politik. Weil meistens ist es ja so, ich kenne das von meinem Elternhaus, meine Eltern waren also erzkonservativ und da war es so eine Frage der Zeit, wann ich vielleicht irgendwann mal mich plötzlich in der Jungen Union wiederfand. Also das war einfach so und ich fand das einfach total klasse, meinen Eltern dazu gefallen, bis ich dann plötzlich so nach 1,5, 2 Jahren gemerkt habe, oh, das passt überhaupt nicht mit meinen politischen Idealen überein. Das war eigentlich das, was bei mir so der Kritikpunkt ist. Dann bitte ich direkt an den Stefan. Bevor das Mikrofon an Stefan, kannst du mal kurz die Klingel-Leute nutzen? So passt so viel. Die Runde geht auf René.
Nicht? Na gut. Naja, machen wir doch so. Eine Runde für alle. Das war der Ring. Also ich möchte mich jetzt eigentlich nicht auf so eine Meta-Diskussion hier einlassen, ob das Wahlrecht ab dann und dann gut ist oder nicht. Ich habe da meine Positionierung, wenn wir das als eigenes Thema haben, gerne. Wir haben es auch nicht im Grundsatzprogramm oder im Wahlprogramm auf Bundesebene, von daher ist das jetzt auch eher eine landespolitische Geschichte. Womit stimme ich nicht überein mit dem Grundsatzprogramm? Ich kann eigentlich momentan nur sagen, also es gibt nichts, wo ich wirklich Bauchschmerzen habe. Der Punkt, den René mit dieser dieser Zwangsmitgliedschaft in den Kammern, da kann ich nur sagen, da habe ich nicht viel Ahnung von. Von daher ist das so ein Punkt, der so eher steht bei, okay, hat die Basis entschieden, kann ich momentan nicht viel sagen. Das heißt, ich nehme es erstmal hin. Es gibt andere Punkte im Grundsatzprogramm, die ich halt extrem geil finde und sie auch extrem gerne vertrete. Und für das Wahlprogramm ist das momentan ähnlich, wobei ich aber sagen muss, also ich habe mich zum Beispiel mit den Beschlüssen jetzt aus Bochum noch nicht so intensiv beschäftigt wie mit den anderen Themen vorher, das werde ich aber auf jeden Fall noch nachholen. Meinung versus Basis. Es ist eigentlich für mich erstmal relativ klar, dass primär die Meinung der Partei, also das Grundsatzprogramm oder das Wahlprogramm, umzusetzen wäre, also es wäre auch meine Priorität im Bundestag halt zu sagen, das Wahlprogramm hat für mich die oberste Priorität, weil es ist das, womit wir im Wahlkampf gehen. Das Grundsatzprogramm wäre das Zweite, was allgemein gehalten ist, eben nicht so spezifisch und weswegen wir, woran wir sozusagen uns orientieren können an der Gesetzgebung. Und das Dritte wären dann so Sachen wie UN-Konventionen oder auch landespolitische Themen, die ich aus Sachsen-Anhalt mitbringe. Ja. Genau. Es gibt Dinge beim Wahlrecht, da würde ich zum Beispiel sagen, wenn die Piraten sich auf Bundesebene für ein Wahlrecht ab 16 oder sowas einigen würden, dann würde ich schon sagen, okay, das nehme ich erstmal hin, aber ich glaube, dass das eben nicht der Endstatus sein kann, wo wir wirklich hinwollen. Wenn wir wirklich Demokratie für alle Menschen haben wollen, diskriminierungsfrei, dann ist das für mich einfach eine logische Konsequenz, dass wir diese Altersgrenzen einreißen müssen, weil eine Grenze alleine ist nicht sinnvoll, weil man kann nicht alle Kinder über einen Kamm scheren und sagen, ja, du bist jetzt 12, du kannst schon wählen, du bist jetzt 14, du kannst noch nicht wählen oder ab 15 kannst du doch schon wählen, ich meine, mit 15 sind Kinder, also ist bei Kindern, bei Jugendlichen das allgemeine Beschäftigungsverbot endend, wie die Schulpflicht, wählen dürfen sie aber auf den meisten Ebenen immer noch nicht. So, und von daher beeinflussbar ist jeder Mensch, das haben wir in der Geschichte gesehen, ja, Erwachsene haben die NSDAP hochkommen lassen und nicht Kinder. Wenn man sich andere Beispiele wie diese Wahlversuche an Schulen zum Beispiel zu Landtagswahlen, wenn man sich anschaut, was das für Ergebnisse sind, dann sind das demokratische Ergebnisse. Es mag sein, dass die NPD teilweise dort mehr ausschlägt. Aber es ist nicht grundlegend, dass man jetzt sagt, es wäre demokratiegefährdend. Genau. Hallo? Ja, es gibt Punkte, in denen ich nicht mit dem Grundsatzprogramm übereinstimme. Ein Punkt dabei ist zum Beispiel der frühzeitige Ausstieg aus der Atomenergie. Ich habe dort zu dem Thema interessante Debatten mit Menschen gehabt, die halt aus Richtung der Nuklearia kommen. Ich fand das wirklich interessant, was sie dort erzählt haben. Und ich denke, dass wir deswegen nicht einfach so das Thema entscheiden sollten, sondern dass halt dafür einfach eine intensive Debatte mit Vor- und Nachteilen möglich wäre, in dem auch aufgezeigt wird, wie Atomenergie auch anders funktionieren könnte, indem man halt nicht irgendwelche uralten Kraftwerke nimmt und irgendwelchen Müll, der ewig lange strahlt, den wir nicht weiter verwerten können. Also da gibt es Alternativen dazu, sicherlich nicht dauerhaft. Also ich habe das jetzt auch nur als Brückentechnologie betrachtet, bis wir das mit den Erneuerbaren halt komplett hinkriegen. Aber solange hier Atomkraftwerke stillgelegt werden und wir dafür 47 neue Kohlekraftwerke kriegen, habe ich ein Problem mit dem Ausstieg aus der Atomenergie. Okay, ich möchte jetzt direkt auf die hier spontan reingereichten Fragen aus dem Netz eingehen. Wir sind hier heute unfassbar interaktiv und geben die Möglichkeit, dass man hier mitarbeitet, obwohl man gar nicht anwesend ist. Zauberei ist das. Und zwar gibt es hier schon mal eine sehr interessante Frage. Seid ihr Mitglieder im Frankfurter Kollegium, beziehungsweise sympathisiert ihr mit diesem? Bitte sehr ehrlich und spontan antworten. Nein, und dieses Kollegium ist mir auch egal.
Nein, ich habe vorhin erst mal gefragt, also es gab ja dieses Pad mit den Fragen, ich muss erst mal fragen, was es überhaupt ist. Ach, du hast die Frage vorher gelesen. Das finde ich, naja gut. Frankfurter Kollegium. Nein, ich bin nicht Mitglied. Ich finde es super, dass sich Leute zusammensetzen und was tun. Ich halte aber nicht unbedingt, also ich halte diese Vereinsstruktur für falsch, weil das zu starr ist. Ja, geht mir genauso. Also Frankfurter ist auch so weit weg, interessiert mich auch nicht groß. Okay. Und direkt nochmal ein Themensprung. Stellt euch vor, ihr seid jetzt schon diese Amtszeit im Bundestag gewesen, ihr hattet euer bestimmtes Gebiet, ihr wart jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel im Wirtschaftsausschuss. Und dann scheidet ihr aus dem Bundestag aus. Was haltet ihr von einer Karenzzeit, dass euch zum Beispiel dann nicht möglich ist, durch die Satzungsbestimmung der Piratenpartei, wenn ihr noch Mitglied seid, dass ihr dann sofort einen Job in dem Bereich annehmt, in dem ihr vorher politisch gearbeitet habt, um eben zum Beispiel Auswirkungen von Lobbyismus zu verhindern oder einzuschmälern? Ja, also ich finde auch, eine Karenzzeit sollte sein, weil ich denke mal, also ich habe mir vorhin schon die Frage gestellt, haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, besteht nicht die Gefahr, wenn man jetzt ein Mandat bekommt und im Bundestag tätig ist, dass man schon vom ersten Tage an sich überlegt, was kommt danach? Also werde ich dann nochmal eine weitere Legislaturperiode da sein oder bin ich nicht mehr da? Was mache ich dann, wenn ich 4 Jahre aus meinem Beruf raus bin? Und dementsprechend, denke ich mal, ist es einfach nur natürlich, in Anführungszeichen, dass gewisse Menschen dann auch die Nähe zu Lobbyisten suchen. Also schon von vornherein sich den Grundstein legen, da gibt es genug Beispiele, sage ich mal, zum Beispiel Herr Schröder mit Gazprom, Herr Clement mit seiner Arbeitsagentur. Das sind alles so Sachen, wo ich mir sage, da ist man doch auch gehemmt in seiner Entscheidungsfindung. Und das Ganze wäre vereinfachter, wenn man wüsste, man hat eine Karenzzeit, man kann sich darauf konzentrieren, dass man danach wieder einen Job findet. Eine Grundfrage hätte ich dazu. Ist da jetzt eine Karenzzeit gemeint, eine Zeit, in der man nicht arbeitet? Oder ist dort eine Zeit gemeint, in der ich in bestimmten Bereichen nicht arbeiten darf? Nicht in dem Bereich, in dem du vorher aktiv warst. Gut, dann bin ich dagegen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Einerseits beschäftigst du dich politisch in einem Bereich, von dem du Ahnung hast. Das ist meistens auch ein Bereich, in dem du arbeiten kannst. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel mich irgendwie um Softwarerecht kümmern würde im Bundestag und dann hinterher als Softwareentwickler anfangen dürfte, wäre das schon ziemlich blöd. Ja? So. Und andererseits versuchen wir hier dann Verbote zu schaffen, ja? Nur weil einzelne Leute Blödsinn gemacht haben. Ja? Das ist eigentlich was, wogegen die Piratenpartei steht. Also ich kann René da zustimmen, also ich verstehe diesen Punkt. Also für mich wäre es jetzt zum Beispiel auch schwierig, wenn ich eben aus der Wirtschaft komme. Ich habe dort Fortbildung und Studium gemacht und dann sage ich halt, okay, ich komme damit aus, ich will da was machen, mache dann was in Richtung Wirtschaft und dann ist es vorbei, die 4 Jahre sind vorbei und man sagt mir, du darfst jetzt nicht mehr in der Wirtschaft arbeiten. Dann hätte ich ein Problem, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bin trotzdem für eine Karenzzeit, weil es eben so viele erschreckende Beispiele gibt, wenn man sich die ganzen Politiker-Lebensläufe anschaut, was dort für Schindluder damit getrieben wird, dass ich es sinnvoll verstehe, wenn man einem irgendwie dieses Misstrauen im Voraus irgendwo aussprechen würde. Also ich finde, da ist einfach zu viel schiefgelaufen, deswegen bin ich für eine Karenzzeit. Ja, da ich nicht weiß, inwieweit wir jetzt hier welche Karenzzeit besprechen, wie lange, in welchen Bereichen, wo die Grenzen sind, etc., kann ich da jetzt nicht wirklich eine Aussage zu machen. Ich glaube, das, was auch schon ankam, wenn ich im Bereich von Inklusion oder Behindertenrecht zum Beispiel mich engagiert habe, dann in die Politik da gehe für diese Sache und danach irgendwie hören muss, naja, jetzt darfst du aber zum Beispiel nicht mehr in diesem Berufsfeld irgendwie weitermachen, obwohl man da eigentlich auch eine gewisse Expertise auch entwickelt hat und auch gewisses Know-how entwickelt hat, glaube ich, ist das schon problematisch. Und ich sehe, dass das vielleicht in der Wirtschaft schon wiederum eine andere Bedeutung haben könnte und dass man dort eben ganz schnell mal in Vorständen landen kann mit den Dingen, die man vorher getan hat. Herr Schröder lässt grüßen. Und ich glaube, vielleicht muss man da wirklich nochmal genauer hingucken,
welche Grenzen, wenn es welche geben soll, wo sie gemacht werden können. Aber so eine, also eine generelle Grenzzeit finde ich erstmal sehr problematisch, ohne jetzt aber wirklich intensiv zu wissen, was wir jetzt damit meinen. Okay, es gibt eine weitere Frage aus dem Publikum. Es ist so spannend, was hier passiert. Und zwar wissen wir ja alle, wie schwierig es ist, die Leute draußen auf der Straße oder eben bei irgendwelchen Veranstaltungen dazu zu bringen, wirklich mitzumachen, also wirklich in die Politik zu gehen, sei es auch nur innerhalb unserer Partei, die eben noch etwas anders an die Sachen rangeht. Wie schwierig es ist, die Leute davon zu begeistern, dass Politik immer noch funktioniert, dass man eben nicht verdrossen sein soll und trotzdem wählen gehen soll und vielleicht auch das Kreuz an der richtigen Stelle machen sollte. Und wie wollen wir es schaffen, oder wie wollt gerade ihr es schaffen, Leute eben abzuholen? Wie wollt ihr es schaffen, die Leute dazu zu bringen, wirklich aktiv mitzumachen, wenn es darum geht, Politik in diesem Land zu gestalten? Okay. Mit Leuten Politik machen ist eine relativ einfache Sache, ja, wenn man es richtig macht. So, das klingt jetzt erstmal, das klingt aber ganz schön schwach. Nein, Spaß haben. Ja. Ich habe mit verschiedensten Menschen diskutiert. Ja. Ich meine, ich komme nun direkt aus dem sozialpolitischen Bereich. Das ist was, da gibt es auch einzelne Handeln, die sich blöd abstrampeln und allen anderen ist es egal. Aber sobald du anfängst, mit den Leuten darüber zu diskutieren und auch mal plötzlich eine neue Idee einfach mal zu durchdenken und einfach rumtrollen, rumspaß haben, rummachen, ja? Irgendwie einfach mal neue Ideen andenken, drüber lachen und eine andere Idee vorschlagen. Ja? Dann ist Politik toll und dann machen Leute auch mit. Du kannst Politik überall machen, weil Politik ist Gesellschaft formen. Ja, und Politik ist das, was die gesamte Gesellschaft macht. Man darf das nicht so auseinanderhalten. Ja, also da gibt, also bei mir würde das eigentlich auf einem großen Pfeiler aufbauen, und das ist informieren und aufklären. Also aus meinen Erfahrungen von Infoständen kann ich nur sagen, wenn man, oder auch aus dem privaten Bereich, wenn man die Leute aufklärt, was denn hier eigentlich wirklich passiert in dem Land, das ist egal in welchem Bereich, ob es jetzt Umwelt oder Überwachung oder sonstiges ist, sobald man die Leute aufklärt, dann fangen die an nachzudenken darüber und dann bilden die sich da auch eine Meinung und dann kommt bei denen auch der Wille, etwas zu verändern. Und wenn man halt die Themen offen anspricht und wirklich informiert, was passiert im Land, dann denke ich mal, können wir die Bürger auch aufrütteln, dass sie eben uns, sich uns anschließen und sagen, also was wir gerade fordern, ist ja eigentlich ganz vernünftig, weil das und das. Die Aktivierung innerhalb der Piratenpartei, ja, ist ein schwieriges Thema. Also ich glaube, wir haben uns auch schon, also in Sachsen-Anhalt auch schon länger mit befasst, wie man halt Inaktive wieder aktivieren kann. Und ich muss sagen, also so die goldene Lösung dafür haben wir jetzt noch nicht gefunden, sonst hätten wir auch mehr Leute. Ja, also ich mache das bei mir so, also letzte Woche zum Beispiel, als ich die Niedersachsen unterstützt habe, ich versuche das immer so ein bisschen über die Schiene Menschlichkeit zu machen. Also ich gehe auf die Leute zu. Ich spreche die an, ich sage, Leute, ihr schimpft alle immer, dass das alles nicht mehr funktioniert und dass wir alle hilflos sind und nichts dagegen tun können. Es wird im Parlament abgestimmt, einfach mal so über unsere Köpfe hinweg. Und ich sage, genau das ist der Grund gewesen, warum ich aus Notwehr heraus in die Politik gegangen bin. Ich möchte einfach nicht tatenlos zusehen, dass über mich, über mein Schicksal, über das meiner Familie entschieden wird, ohne dass ich da großen Einfluss drauf habe. Nur die Arbeitsmarktsituation, man muss halt eben Bürgernähe repräsentieren. Man muss eben in das Volk gehen und sagen, ich bin einer von euch. Es ist zum Beispiel so, unsere Kanzlerin stellt sich hin und sagt, unter Schwarz-Gelb ist die Arbeitslosigkeit so niedrig wie möglich. So niedrig, wie es nur eben war, seit der Entstehung. Aber ich denke mal, warum? Warum? Na ganz einfach, weil diese prekären Arbeitsverhältnisse, 1-Euro-Jobs, Aufstocker, Zeitarbeit, na klar, die fallen alle aus der Statistik raus. Dementsprechend haben wir auch wenig Arbeitslose. Aber wenn man dann mal das alles rausfiltert, dann kommen da Millionen zusammen, die sind erschreckend. Und über diese Schiene versuche ich das den Leuten klar zu machen. Ich sage, seht her, ich verteile hier Karten und alles, ich rede mit euch. Mir macht es einfach Spaß, weil dadurch habe ich das Gefühl, irgendwie direkt Einfluss nehmen zu können. So mache ich das. Ja, +1, +1, +1. Ich glaube, ich werde es nur noch ganz kurz zusammenfassen mit diesem Zitat, was ich so in meiner Bewerbung irgendwie ganz ans Ende gesetzt habe. Dieses, die Piraten müssen beweisen, dass sie ihr Wahlprogramm auch leben können. Und ich glaube, das ist eigentlich so das alles, was es eigentlich zusammenzieht. Also wir müssen beweisen, dass wir wirklich hinter dem stehen,
dass wir dieses in Anführungsstrichen authentische, dass wir das auch den Leuten vermitteln können, dass wir nicht irgendwie so ein Programm machen, weil wir jetzt gerade lustig sind, weil wir jetzt hier möglichst viele Wählerstimmen bekommen sollen, sondern weil wir so eine, aus, also so eine innere Motivation daraus haben, zu sagen, genau das wollen wir, weil es unserer Meinung nach die beste Option ist. Ja? Manche Sachen sind bei uns sicherlich diese maximale Forderung, die wir haben wollen. Andere sind schon Konsens, ja? Weil wir basisdemokratisch sind. Und ja, ich glaube, wenn wir das halt den Leuten vermitteln können, dann haben wir eigentlich so gut wie gewonnen. Es darf gerne geklatscht werden, ja. und zwar würde mich jetzt sehr interessieren, jeder von uns hat ja irgendetwas im Internet, was man so finden kann. Also sei es irgendwie ein Profil in einem Social Network, sei es irgendwelche Bilder, die irgendwo hochgeladen sind. Wenn ihr Kandidaten seid oder wenn ihr dann im Bundestag sitzt, was sind die Skandale, die von der Presse aufgedeckt werden? Darf ich noch drüber nachdenken? Dann, bitte. Jetzt auch Bedenkzeit fordern. Skandale. Ja, ich habe ein Ding, was garantiert rauskommt. Ja. Ich habe total super. Ich habe ein Foto von mir bei Facebook, dem ich oberkörperfrei rumsitze. Ja. Alle Leute, die das sehen, echauffieren sich darüber. Und ich wundere mich, weil ich auf diesem Foto mehr anhabe als in jedem Schwimmbad. Ja. So, nein, bitte? Achso. Du nackt schwimmen? Nein, aber da habe ich weniger Hose an. Also, ja. Ach, egal. Ich hätte noch. Also, Skandale wüsste ich jetzt so eigentlich nicht, vielleicht abgesehen von der humorvollen Tatsache, dass ich Beatles-Fan bin. Ja, also von mir veröffentlicht findet man nicht. Ansonsten das Standardzeug, was wahrscheinlich auch viele Leute zutrifft, dass es sein könnte, dass andere mal lustige Partyfotos von einem veröffentlichen oder so. Ja, kann ich jetzt nicht sagen, was da kommt. Bisher dienen die nicht im Internet rum. Ich hoffe, es bleibt so. Ich spiele Kinderspiele. Was? Sowas wie mein Pony online. Nein. Ich war schon mal auf der Seite der NPD und habe mich mit dem Programm auseinandergesetzt. Skandal, Skandal. Ja. Ich habe auch schon im Internet erotisches und pornografisches Material konsumiert. Ansonsten glaube ich, würde ich jetzt erstmal sagen, es gibt nichts, was jetzt wirklich skandalträchtiger wäre als diese drei Dinge. Danke. Ein Skandal, ja, den habe ich noch. ich war Lobbyist. Ja, Lobbyist für die Stadtbürgerschaft. Und nämlich, Entschuldigung, ich sagte die ganze Zeit, mir ist das aufgefallen. Warum sagt das Kind? So. ich bin vorhin noch, ja, ich habe vorhin gesagt, ich bin gegen diese Verbote, ich bin gegen die Karenzzeit. Was wir als Piraten immer mal machen sollten, ist irgendwie versuchen, einen neuen Weg zu finden, was Neues vorzuschlagen, als nur dagegen zu sein. Mir ist da gerade eingefallen, dass ich schon wieder N gesagt habe. Und außerdem, dass wir eigentlich an der Stelle keinen Lobbyismus verhindern wollen, weil Lobbyismus ist keine schlechte Sache. Lobbyismus brauchst du nämlich immer, um auf inhaltliche Punkte zu kommen. Ja? Du brauchst immer Experten, die dich irgendwie beraten an dem, was sie machen. Natürlich ziehen sie dich ein bisschen in ihre Richtung. Was wir nicht haben wollen, und das ist das Gefährliche bei dem, was heutzutage Lobbyismus heißt, das ist Bestechung. Ja? Wir müssen überlegen, was wir in Bestechung machen. Natürlich kann man Bestechung verbieten. Es ist traurig, dass es in Deutschland noch nicht verboten ist, Politiker zu bestechen. Wir werden es nicht schaffen, Verbote durchzusetzen, aber was wir machen können, ist Leute, die bestechen, einfach lächerlich machen, indem wir zum Beispiel veröffentlichen, dass sie versuchen zu bestechen. Alle ordentlichen Lobbyisten, sag ich mal, die können sich auf solche Lobbyismusplattformen eintragen, wie das zum Beispiel im EU-Parlament üblich ist. Dort gibt es ja tatsächlich Menschen, deren Aufgabe es ist, Lobbyist zu sein. Ja, die werden dafür bezahlt und die sitzen in der EU und machen dort Dinge. Unter anderem gibt es eben auch Lobbyisten für den Frühboot und sowas, die dort in Brüssel sitzen und dort tatsächlich auch mit Politikern reden.
Und das ist deswegen gar keine schlechte Sache. Ich glaube, was du damit sagen willst, ist also, es gibt jetzt nicht die guten und die schlechten Lobbyisten, aber es gibt Wirtschaftslobbyisten, die versuchen halt möglichst die Gesetze so zu verändern, dass es für sie positiv ist. Und es gibt sowas auch zum Beispiel wie Verbraucherschutzlobbys, ja, wie Foodwatch oder wie Greenpeace, die natürlich auch kritisch betrachtet werden müssen. Ja, auch Greenpeace hat in der Vergangenheit schon Scheiße gebaut. Der WWF hat schon Scheiße gebaut. So, und deswegen, eine Lobby muss generell kritisch betrachtet werden. Aber Lobbyismus per se zu verhindern, wäre auch einfach zu einfach. So. Wir kommen auch schon wieder fast zum Ende dieser Runde, weil wir die jetzt kürzer machen. Wir machen aber eine kürzere Pause bis zur nächsten Runde. Wir werden gleich wieder viel Spaß haben. Ich möchte noch ein interessantes Thema eröffnen, was auch aus der Zuschauerrunde zu uns getragen wurde. Und zwar geht es um Frauenquote, um Feminismus, um Rechte. Okay, die eigentliche Frage, ich zitiere mal, ist Frauenquote in Vorständen in der Wirtschaft auf der einen Seite und auch Frauenquote in den Vorständen innerhalb der Piratenpartei und auch auf den Listen der Piratenpartei. Das sind zwei getrennte Sachen jetzt erstmal grundsätzlich. Und vielleicht allgemein die Frage, sind Frauen in unserer Gesellschaft oder haben Frauen die gleichen Chancen wie die Männer? Das wäre vielleicht die eigentliche Frage. Du möchtest unbedingt antworten. Ja, in drei Sätzen. Also ich lehne eine Frauenquote konsequent in allen Bereichen ab. Wir stehen dafür ein, dass wir alle gleich behandeln wollen, dann sollten wir das auch tun. Also ich setze mich auch für eine konsequente Gleichberechtigung ein, weil man kann auch mal eine Frau einen Mann im Stuhl vorziehen. Und ich finde es absolut unfair, wenn es zum Beispiel eine Quote gibt und da ist eine Frau auf der Bewerberliste und 9 Männer, dass dann diese Frau bevorzugt wird, nur weil die jetzt über Quote rein muss. Dann ist das nicht gerecht gegenüber den Männern, weil die könnten ja zum Beispiel auch besser qualifiziert sein als die Frau. Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Also prinzipiell möchte ich sagen, Frauenquote nein, weil ich denke, weil Männer und Frauen sind irgendwie vom Intellekt her gleich. Es gibt intelligente Frauen, es gibt dumme Männer. Also das kann man jetzt so nicht so pauschalisieren. Ich denke mal, bei Frauenquoten besteht natürlich auch die Gefahr, dass eben Frauen einfach nur aufgrund der Quote hineingewählt werden und nicht aufgrund ihrer Fähigkeiten. Und irgendwo ist es ja auch so eine gewisse, empfinde ich so, als gewisse Diskriminierung zu sagen, naja, du bist jetzt eine Frau und deswegen kommst du jetzt da rein. Egal, ob du da jetzt so eine Ahnung hast oder nicht, aber wir müssen die Quote erfüllen. Und das finde ich einfach daneben, das passt einfach nicht. Und wie gesagt, unser Prinzip ist ja unsere Philosophie, dass wir alle gleich behandeln wollen und deswegen auf alle drei Dinge nein. Frauenquote ist ein schwieriges Thema. So, ich weiß, da kann man, egal was man sagt, für Haut bekommen. Der Punkt ist, also in Wirtschaftsvorständen habe ich keinen Einblick, da kann ich es jetzt nicht sagen. Das müsste man sich im Detail nochmal angucken, da habe ich nicht so die Antwort. In Hochschulen habe ich Dinge erlebt, dass man dann dort in einer Berufungskommission für eine neue Professur sitzt. Und dort dann zum Beispiel Frauen, also dort liegen dann einfach die Bewerbungen da. Ja. Mittlerweile ist es da ja auch sehr, sehr positiv gesehen, wenn man auch Frauen als Bewerber hat. Dann habe ich dort schon Dinge erlebt, dass zum Beispiel einzelne Bewerbungen von Frauen zur Seite gelegt wurden, weil man gesagt hat, ja, diese Dame hat ja bis zu dem und dem Alter nur so und so viel Veröffentlichungen gehabt. Das lag daran, dass dort relativ viele Männer in der Runde saßen und die in dem Moment nicht darauf geachtet haben, dass die Frau in der Zeit schon 3 Kinder bekommen hat. Das ist eine Problematik, die sich ergibt dadurch, wenn halt nur Leute aus einer Kategorie in einer Runde sitzen, wie zum Beispiel die Kategorie Mann. Ja, dann tendiert man dazu, auf die eigenen Probleme zu achten und nicht auf die Problematiken anderer, ne, auf die Schwierigkeiten anderer. Dadurch wäre eine Frauenquote eventuell sinnvoll. Ja. Andererseits habe ich Dinge erlebt, wie zum Beispiel in der Moderation. Da gibt es ganz tolle Konzepte, die so grüne und Jusos, also die Jugendorganisation der Grünen und die Jugendorganisation der SPD, sich so ausgedacht haben wie hart quotierte ErstrednerInnenlisten. Ja.
wen das interessiert, dem erzähle ich das Konzept mal später. In dem Moment machen Quoten überhaupt keinen Sinn, weil die sehr kurzfristig gedacht sind. Was wir machen müssen, ist, wir müssen die Gesellschaft, unsere Gesellschaft auf einen Bereich bringen, in dem Frauen so sehr mit anerkannt sind, ja, dass sie Männern gleichgesetzt sind, dass das eben nicht mehr die Kategorie links und rechts ist, so Mann, Frau, ja, weil man kann Menschen viel mehr Sachen teilen als in Mann, Frau. So. Genau, es gibt Menschen über 1,75, Menschen unter 1,75. Du bist unter 1,75, oder? Ich bin genau 1,75. Verdammt, der fällt nicht mal in irgendeine dieser beiden Kategorien. Na gut, dafür hast du keine Brille. So. Und wir müssen unsere Gesellschaft dahin bringen, dass es diesen Unterschied einfach nicht mehr so sehr gibt. Ich glaube, wir sind in unserer Gesellschaft auf dem Weg dorthin. Wir sind immer mehr auf dem Weg dorthin. Aber es gibt natürlich extrem viele Hürden. Das dürfte noch eine lange Zeit dauern. Andererseits, Frauenquoten würden die Problematik in eine Richtung lenken, die das Ganze beschleunigt eventuell. Aber in dem Moment, die Frauen, die dort eben dann zum Beispiel Stellen kriegen, diskriminiert, ne? Weil man ihnen sofort unterstellt, dass sie die Stelle nur gekriegt haben, weil sie ja eine Frau sind, nicht weil sie gut sind. Ich glaube, dass wir eine Frauenquote an der Stelle nicht einführen sollten, weil wir damit Leute diskriminieren, weil wir damit Leuten schaden, ja? Und wir langfristig sowieso in diese Richtung kommen. Das Problem ist halt, dass wir Beharrlichkeit zeigen müssen. Wir können die Gesellschaft nicht von jetzt auf gleich ändern, indem wir eine Regel einführen. Der Letzte. Thorsten, für dich mal es extra lang. Ich möchte ein Gedankenzitat von einem Tweet, den ich letztens gelesen habe, wiedergeben. Ich versuche es ungefähr identisch zu machen. Als Mann muss man sich immer die Frage stellen, ob man seinen Job wegen einer fehlenden Frauenquote bekommen hat. Das ist sozusagen die Umkehrung von dem, was hier teilweise ja unterstellt wird. Ich habe in der Bewerbung habe ich geschrieben, dass eine Frauenquote eventuell auf kurz- und mittelfristige Art und Weise eine Möglichkeit sein könnte, um gewisse strukturelle Diskriminierung, institutionelle Diskriminierung, die bei uns in unserer Gesellschaft vorhanden ist, irgendwo erstmal auszugleichen und abzubauen. Ich muss sagen, also erstens, wenn überhaupt, dann sollte sie zeitlich begrenzt sein. Wiederum bin ich aber auch der Überzeugung, dass eine Frauenquote genau das macht, was sie nicht machen sollte. Sie diskriminiert, und zwar diskriminiert sie Menschen, die sich in keiner der beiden Kategorien Mann und Frau sehen. Ja, ob das nun Menschen sind, die sich als queer bezeichnen, als geschlechtsneutral, als intersexuell, als transsexuell etc. Irgendwo muss ein Mensch sich immer wieder einordnen und muss sagen, ich bin jetzt eine Frau. Und es werden Leute kommen und sagen, du siehst doch nicht aus wie eine Frau, du willst ja jetzt die ganze die Frauenquote in Anspruch nehmen. Umgekehrt wird es genauso sein. Und von daher kann ich nur sagen, dass diese Frauenquote ein irgendwie sehr einfaches Mittel sein sollte, so in politischen Bereichen, die aber eigentlich viel zu einfach ist, um die komplizierte Realität darzustellen. Und ich muss sagen, also wenn ich mich entscheiden müsste momentan, ob ich für oder gegen eine Frauenquote mich also stimmen müsste, ja, nein, Enthaltung, würde ich erstmal sagen, ich müsste konsequenterweise sagen, nein, eine Frauenquote bringt uns nicht dahin, wo wir eigentlich hinwollen. Die Frage ist halt, nicht die Frage ist, aber man muss die Möglichkeiten schaffen, dass Frauen zum Beispiel dadurch, dass sie eben durch die Möglichkeit schwanger zu werden und ihre Kinder, also in der Schwangerschaft bzw. Kinder großzuziehen, man muss die Möglichkeit auch schaffen, dass dieses Rollenverhalten zwischen Männern und Frauen auch ein bisschen aufgebrochen wird, dass Männer anfangen, auch Kinder endlich großzuziehen und dass irgendwie nicht bei einem Bewerbungsgespräch, wenn da ein Mann sitzt, irgendwie sich die Chefetage denkt so, bei dem wissen wir ja gar nicht, ob er jetzt ein Jahr rausfällt, wenn er sein Kind betreut. Bei einer Frau wird das konsequent gedacht, da ist die Schwangerschaft und dann noch, dass sie dann ja Kinderbetreuung machen muss, da wissen wir ja jetzt nicht, ob wir sie einstellen sollen. Und das ist eine Form von struktureller Diskriminierung. Von daher kann ich nur sagen, momentan, also bin ich absolut der Überzeugung, es ist nicht das, wofür es ausgegeben wird, die Frauenquote. Ich habe noch eine kurze Anekdote, weil wir die Frage noch nicht beantwortet haben, inwieweit wir das in Parteien sehen.
Dazu nehmen wir einfach mal die Grünen in Sachsen-Anhalt. Die Grünen in Sachsen-Anhalt haben es noch nie geschafft, mehr als eine Person in den Bundestag zu bekommen. Das ist eine Situation, vor der wir jetzt wahrscheinlich auch stehen, wenn wir überhaupt in den Bundestag kommen. Bei den Grünen gibt es die Regelung, dass Platz 1 einer solchen Liste immer eine Frau sein muss, Platz 2 darf ein Mann sein, Platz 3 muss eine Frau sein. Und so weiter. Bei den Linken auch, ja. Das ist interessant. Gut, auf jeden Fall wird es jetzt, ich weiß nicht, ob sie schon anhängig ist oder ob die jetzt kommt. Platz 2 der Liste der Grünen in Sachsen-Anhalt kenne ich ganz gut, mit dem war ich zusammen im Stuba. Und der wird jetzt höchstwahrscheinlich dagegen klagen, weil es einfach noch nie den Fall gab, dass aus Sachsen-Anhalt ein Mann in den Bundestag eingezogen ist über die Liste, weil Frauen an der Stelle bevorzugt werden. Ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass Männer irgendwie in unserer Gesellschaft allgemein diskriminiert werden. Das ist definitiv nicht der Fall. Aber an der Stelle ist es möglich. Und ich finde, dass dieses Beispiel sehr gut auch mal zeigt, wie sehr sowas Diskriminierung ausdrücken umdreht. Ja. Okay. Ich danke für die vielen Antworten. Wir sind jetzt auch leider schon wieder am Ende dieser Runde angekommen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Das fand ich sehr schön. Ich danke auf jeden Fall für die Teilnahme und wir sehen uns dann in wieder ungefähr einer Viertelstunde, sagen wir etwas weniger. Sagen wir, sehen uns 16:15 Uhr wieder. Das sind 12 Minuten. Bis gleich.